Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 76. Ich bin jetzt hier immer noch an der Bar von Rusty Peak, glaube ich, hieß die. Genau. Rusty Peak. Okay, alles klar. War ja so ähnlich. So, ich wollte ja mit euch ja noch diese Abschlussprüfung machen und ich soll mich jetzt halt in diesen Ort begeben. Der wäre dann hoffentlich nicht da oben. Na gut, warum ziehe ich jetzt eigentlich schon meine Waffe? Bin ich denn doof? Ich habe ja die Theorie und die körperliche Sache. Oh, hier sind Kohle. Oder Verbrannte. Wilder Ghoul. Offizier. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich ihn getroffen. Lade nach, Fanny. Ich habe so das dumme Gefühl, hier ist es nicht schön. Und ich habe das dumme Gefühl, ich sollte hier noch nicht sein. Silo Alpha Codeabschnitt D9. Was ist das denn bitte? Wie kann man es drehen? Kann man es drehen? Man kann es nicht drehen. Okay. Ja, nehme ich erstmal. Karte aktualisiert Standort Alpha. Moment mal bitte. Standort Alpha? Ist doch schon wieder irgendetwas. Event startet Thunder Mountain neu. Okay. Standort Alpha. Ja, okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo das sein soll, aber hey. Habe ich hier irgendwas freigeschaltet? Wenn, dann müsste es ja grau sein, oder? Moment mal, kann ich das vielleicht irgendwie hier sehen? Standort Alpha. Nee, okay. Tägliches vielleicht? Nö, keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht. Ist das wichtig? Nein, oder? Ist nicht wichtig. Sollte ich mich ablenken lassen? Ich werde wohl heute zwei Folgen aufnehmen. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Bist du böse? Bernie? Bernie? Hallo? Oh! Die ist leer. Oh, schade. Hi, Bernie. Feuerteufel, Bewerber entdeckt. Ausrüstungsticket ausgegeben. Holen Sie bitte Ihre Ausrüstung ab. Ach so? Okay, Bernie, alles klar. Der Nein. Verlust des Uniformtickets führt zu einer sofortigen Feuerteufel Entlassung. Helmut Holoband Uniform. für Untersuchungseinweisung ausgegeben. Entsperren? Schlüssel erforderlich? Anwendung tödlicher Gewalt gegen infizierte Personen ist gestattet. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich.
Ja, wo ist es irgendwo? Dann wird Okay, die das ist doch wieder Evakuoperation. am Popo der Welt. So, Leute, ich brauche einen Schlüssel. Wartet mal. Vor allem, ich habe doch jetzt eine neue Ausrüstung. Mal gucken. Ich gucke mir die mal an und ziehe sie dann auch an. Feuerteufel Helm, Uniform. Das war's. So, dann schaue ich mich mal an. Mach mal die Waffe weg, Phantasins. Da. Oh ja, okay. Ist gar nicht mal so hässlich. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Und was sagt mein Schutz? Naja, reden wir nicht drüber. Okay, ach so, was wurde jetzt hinzugefügt? Ach, verdammt. Moment. Ich habe meine Ausrüstung und ein Holoband erhalten, dass ich mir vor dem Beginn der Abschlussprüfung anhören muss. Hör dir das Holoband Information zur Abschlussprüfung der Feuerteufel an. Ja, okay. Warum gehe ich jetzt da nochmal raus? Holos. Da haben wir die. Moment, wie hieß das? Information zur Abschlussprüfung. Informatier. Willkommen zur Abschlussprüfung, Rekrut. Ich bin Hank Madigan, Lieutenant bei den Feuerteufeln. Die Prüfung ist ganz einfach. Erreiche den tiefsten Punkt des Bergwerks, aktiviere die Notbarke und komm wieder hoch. Du musst lediglich ein Stückchen Hölle auf Erden und alle Verbrannten überleben, die es sich dort gemütlich gemacht haben. Ich weiß, dass das extrem ist, aber wir müssen wissen, ob du es packst, bevor ein halbes Dutzend anderer Leute sich auf dich verlässt. Allerdings gehst du nicht mit leeren Händen rein. Neben deinem Anzug hast du auch noch eine modifizierte 10 mm. Wir haben herausgefunden, dass die Verbrannten abgereichertes Ultrazit überhaupt nicht mögen. Also haben wir einen Ausflug zum AMS-Hauptsitz gemacht, um rauszukriegen, wie man das Zeug herstellt. Effektiver kann man sie nicht erledigen. So, Zeit zu beweisen, dass du es sinnvoll einsetzen kannst. Anzug an, bereit machen und ausrücken, Rekrut. Okay. Ach, das kriege ich doch hin. So, ich mache aber erst noch mal ein Foto, bevor ich sterbe oder so. So. Erledigt. So, ich habe eine modifizierte 10 mm. Manu, ich möchte gerne mal eine Atombombe sehen. Ich sehe die aber nie. Immer einfach zu weit weg. So, schon bin ich überladen gleich. Wetten, wetten, wetten. Okay, nochmal. 10 mm modifiziert. Angucken. Sofort Phantasitz. Antiverbrannten Trainingspistole verursacht 25% mehr Schaden gegen Verbrannte und 20% weniger gegen alles andere. Kann man die auch untersuchen? Schaden 15, okay. Und was macht meine jetzige? 18. Naja gut, dann nehme ich erstmal die. So, alles klar. Momentchen mal kurz, Leute, bevor ich da reingehe. Das ist ja Gott sei Dank ohne Zeit, nehme ich an. Hoffe ich. Huch, nein, nein, nicht darunter.
Boah, ich mag die Gegend nicht. Na gut. Ich mag so vieles nicht, oder? So. Belching Betty öffnen. Aktiviere die Notbarke. Okay. So. Wow. Die ist anscheinend kurz elend, oder? Komm, wo gehen wir mal mit? Nehmen wir auch mit. So, ich lasse jetzt mal soweit alles liegen. Außer Kronkorken natürlich und Haarklammern. Na, die nehme ich natürlich mit. Sehr gut. Liegt da noch eine irgendwo? Nein. Oh mein Gott. Ich lasse es jetzt liegen. Ich lasse es liegen. Oh Gott. Tarnt ihr euch nur? Du lebst doch. Ach so. Okay. Was ist mit dir? Ah. Terminal benutzen. Warnung, nicht betreten. Minenschacht Beatrice. Diese Einrichtung wurde permanent versiegelt. Feindselige Exemplare eingedämmt. Okay, Türfernsteuerung. Maxlock Türfernsteuerung Interface Status offen. Alles klar. Sollte ich erstmal da hochgehen? Ich glaube ja. Erstmal die schönen Dinge machen. Aber hier ist kein Schlüssel. So, na gut. Dann gehen wir mal in die... Oh Gott. Mann, ist das hier unheimlich. Guckt euch das mal an. Kriege ich eine Rauchvergiftung? Ach, deswegen habe ich ja auch jetzt meine Dings an. Ich verstehe. Meine Feuerteufel-Sache. Oh mein Gott. Hinter jeder Ecke wird doch hier was lauern. Da geht's nicht weiter. Quest begonnen. Die Schreckensherrschaft der Brandbestienkönigin hat ein Ende gefunden. Moment mal. Ja, ich dachte schon, das wäre jetzt bei mir hier drin, aber nein. Gott sei Dank nicht. Aha. Da liegt ein Feuerteufel. So, läuft doch bisher ganz gut. Maschinenpistole. Oh nein!
Tagebuch des Jägers des der Verbrannten. Wartet mal, Transfer. Okay. Wiedergabe. Läuft es? Ja, das rote Licht leuchtet. Also ist es an. Hier spricht Maxine Berlet, Truppführer der Jäger der Verbrannten. Wir nehmen das hier auf, um unseren Abstieg ins Bergwerk Belgium Betty für die letzte Prüfung zu dokumentieren. Also, welche Prüfung? Ach so, richtig. Für die letzte Prüfung der Feuerteufel. Wir sollen da runter, die Notbarke finden und nach Verbrannten Ausschau halten. Kinderspiel. Bist du dir da sicher? Wenn es ein Kinderspiel ist, warum hat da noch keiner diese Prüfung bestanden? Weil keiner so gut war wie wir. Wir jagen die Verbrannten bei den Farmen schon seit Tagen. Wie schwer können da schon ein paar von denen in der Mine sein? Reiß dich zusammen. Kommt schon, Leute. Lasst uns zusammenhalten. Maul halten, alle zusammen. Also gut, Jäger der Verbrannten. Ladet eure Waffen. Bringen wir die Show über die Bühne. Oh nein, ich verdurste. Kein Problem. Was kann ich noch trinken? So. Süßkuchen kann ich auch noch essen. Hab ich sonst nichts mehr zu essen? Doch, so ein Happen hier. So. Weiter geht's. Überall liegen hier diese Feuerteufel. Tagebucheintrag. Okay, Truppführer. Tim und Andrew sind beide tot. Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Schnauze frei. Die Aufnahme läuft. Eintrag 2. Wir haben Timothy Wolfe und Andrew Rhodes an einen Schwarm Verbrannter verloren. Der Rest hat es mit knapper Not geschafft. So langsam fange ich an zu glauben, dass Melody Larkin die Härte dieser Prüfung unterschätzt hat. So ist es, verdammt nochmal. Das ist Selbstmord. Zur Hölle damit, ich haue ab. Nein, du haust nicht ab. Du bleibst bei uns. Warum? Damit wir nacheinander draufgehen, bis wir alle tot sind? Ha, ohne mich! Weißt du was, Sai? Seit wir die Verbrannten bei den Farmen angegriffen haben, benimmst du dich wie ein Feigling. Und jetzt sind Tim und Andrew deinetwegen tot. Wovon zum Teufel redest du? Ich habe es gesehen, Max. Die Verbrannten haben uns in den Tunneln von allen Seiten attackiert. Tim und Andrew hielten die Stellung. Sie sagten, Sai soll ihnen den Rücken decken. Hat er aber nicht. Er ist weggerannt, sodass ihre linke Flanke voll entblößt war. Darum hat er sie also erwischt. Bullshit! Sie lügt, Max! Hört auf damit! Alle beide! Silvester, wenn du gehen willst, dann geh. Aber wir bleiben. Und wir haben auf dem Weg hierher garantiert nicht alles ausgelöscht. Aber merk dir meine Worte. Selbst wenn du es schaffst, wirst du nie wieder diesem Trupp angehören. Schön. Dann fahrt beide zur Hölle. Ich verschwinde hier. Du lässt ihn wirklich gehen? Ja, Rita. Ohne ihn sind wir besser dran. Okay. So. Komm, dich mache ich auch noch hier platt. Ich hätte schwören können, ich habe was gehört. Ah. So, ich gehe gleich dahin. Ich wollte mich noch mal ganz kurz hier umsehen.
Alles klar. Also ich finde, es läuft richtig gut. Ha! Was ist das? Ultrazidader. Okay, da ist nichts weiter. Dann gehe ich wieder zurück. Aha. Scheiße. Gott, ich weiß, ich bin ein bisschen still heute. Aber ich will es halt unbedingt schaffen. So, komm schon, Baby. Zeig dich. Oh, oh, oh. Also noch ist es in Ordnung. Ne, Kampfmesser brauche ich nicht. Alte Patronen. Eventuell. Ne, die brauche ich auch nicht. Geh weg! Ich mag dich nicht. Quatsch, was brauche ich denn da? Ich wollte eigentlich nachladen. Ey, das wäre jetzt so cool, wenn man speichern könnte. Was? Ich soll jetzt da runter? Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Wenn ich jetzt sterbe. So, okay. Ach du Scheiße. Ja, toll. Und wie komme ich jetzt da hoch? Aha. Besser ist. Oh, ich kann hier was verwerten. Ein Fusionskern. Ja. Relics. Ja, sehr gut. Maschinenpistole. Okay. Kleidung. Gewicht 0,10. Achso, wie wiege ich denn jetzt? Ja, ich bin immer noch überladen. Wartet mal, ich stelle mal kurz was her. Munition. Yippie! Verlassen. So, einmal bücken bitte. Muss ich jetzt hier lang? Ja, könnte ich machen. Genau. Was?
Geh weg. Ich bin einer von den Feuerteufeln. I'm a winner. Eine Schleichende. Obwohl, die könnte ich doch mitnehmen. Ich kann es doch gleich verwerten. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Oh ja, aber das mit dem Fusionskern, das freut mich natürlich. Achso, ich sollte mal zu der Waffe gehen. Jagdgewehr. Wartet mal kurz. Favoriten. Okay. Hab ich schon einen... Wartet mal. Stufe 15. Ich muss mal ganz kurz was gucken, Leute. Stufe 5. Pumpgun. Das ist aber eine legendäre. Jagdgewehr 66, Stufe 20. Was habe ich denn jetzt? Ist auch legendär, ne? Genau. Pumpgun 65 Schaden, Stufe 15. Schrot. Verdammt. Ach, egal. Die sind halt nicht legendär. Und ich brauche Platz in meinem Inventar. Seht ihr, jetzt bin ich auch nicht mehr überladen. So, jetzt muss ich hier rauf, oder wie? Na gut. Tagebucheintrag, also Tagebuch des Jägers der Verbrannten. Wiedergabe. Eintrag 3. Silvester hat das Team vor einiger Zeit verlassen. Nur Minuten nachdem er fort war, hörten wir seine Schreie durch die Niederhallen. Nur Rita und ich sind übrig. Trotz aller Gefahren haben wir irgendwie die Notbarke erreicht. Wir haben es geschafft. Was passiert, wenn wir das Signal aktivieren? Keine Ahnung. Wir sollten... Erfolgreich durchgeführt. Kehren Sie zum Abschluss der Prüfung an die Oberfläche zurück. Irgendwie war mir das klar. Nicht von uns. Wow. Oh Gott. Ich hab schon wieder Schnappatmung hier. Chromleuchter. Löscher. Aktenschrank ist leer. Aha. Ich kann anscheinend da oben lang. Ach, jetzt habe ich den eingepackt, ich Idiot. Ja.
Noch ein Fusionskern. Ich brauche den Schlüssel. Ist das... Nee, ich dachte, das wären Patronen. Schade. Hochleistungsmagnet. Okay. Why not? Wow. Du Sau. Der schießt ja auf mich. Oh. Oh Gott. Huh. Kam der denn auf mich? Okay. Na komm schon. Au. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Dahin wollte ich schon sagen, aber hier ist ein Durchgang. Eine Kreatur, okay. Oh, ein Beil, Elektrofusion. Kleidung. Ja, komm, die will ich auch gleich mal verschrotten. Die Waffe. So. Okay. Dann wieder nach oben. Ja, die Zeit ist leider schon wieder oben, meine Lieben, aber ich werde diese Quest auf jeden Fall noch beenden. Aua, das tat weh. Du hängst. Aua. Manno. Ach, Gott sei Dank reicht mein Skill dafür aus. Ja, ich kann wieder Gegenstände verwerten, wie cool. Aber ich hab nichts. Einmal umschauen. Oh, hier sind wieder Patronen. Okay. Aber hier ist nichts weiter, ne? Nein. Huch. Also muss ich jetzt hier lang. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich gehe mal hier diesen Spuren nach, hier, wo diese verbrannten, also wo die versteinerten Leichen sind. Wehe, ich laufe falsch, kriege ich einen Rappel. Alter.
Guckt euch das mal an. Wow, nee. Guckt euch das lieber nicht an, dann kriegt ihr... Achso, ich kann ja gar nicht rennen. Ich muss auf jeden Fall zu Bernie zurückkehren. Und dann bin ich hoffentlich ein Feuerteufel. Oh, meine Waffe geht bald kaputt. Oder ist die schon fast kaputt? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schwarzes Titanader? Okay. Oh nein, ich komme hier nicht weiter, oder was? Oh doch, Gott sei Dank. Aha. Ah. Au. Ah ja, okay. Achso, statt da wäre... da wäre was. Aua. Ja, oh Gott. Ist ja gut. Ich hab. Nee, Moment. Da lang. So, wartet mal. Ich sollte noch mal was trinken und so. Was? Gleich 10 Red gekriegt? Verschämt. Heilmittel? Nee, brauche ich glaube ich nicht. So. Ah, aua! Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier hoch muss. Oh, oh. Öl. Ich brauche... Ich nehme es mit. Was soll der Geiz? Ah, Kronkorken, auch wenn es nur einer war. Oh, Kleber. Unbedingt mitnehmen. Flaschen. Okay, das ist erstmal nur Glas. Brille brauche ich nicht. Stimpak, Logos. Hier ist eine Werkbank. Hier kann ich wieder verwerten. Ja, hier findet man aber ganz schön viele Patronen. Ja, komm, ich kann ja sowieso jetzt verwerten. Also kann ich das jetzt auch alles mitnehmen. Waffen. Gut, nichts Neues. Kleidung. Nein, auch nichts Neues. So ist eine Rüstungswerkbank, ne? Kann ich jetzt irgend... Ah, wartet mal. Ich habe doch hier durch diese Challenge-Sache... Wartet mal, ich guck erstmal, ob hier alles fest gut ist. Genau. Durch diese Challenge-Sache habe ich doch so eine Rüstung bekommen... Mal gucken, ob ich die jetzt herstellen kann. Nein, okay. Leichte Rüstung. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie die heißt. Outfits vielleicht? Das nicht irgendwas mit Raider?
Ich kann einen Stufe 20 Rucksack herstellen. Ja, herstellen. Verdammt, ich find's nicht. Rucksack. Verlassen. Jetzt kann ich doch den Stufe 20 anlegen, oder? Wartet mal. Kleiner Rucksack, Standard, Stufe 20. Tada. Tragkapazität 10. Jetzt habe ich 15. Guck mal, ich kann jetzt 190 tragen. Und ich habe 190, bin ich überladen. Schön. Kann ich jetzt den alten entwerten, also verwerten? Ich probiere es mal. Kleidung. Nö, den sehe ich noch nicht mal, oder? Moment. Nee, okay. Den kann ich gar nicht verwerten, oder was? Was mache ich jetzt damit? Egal, finde ich ein andermal heraus. Okay. Ja, Leute, ich habe heute leicht überzogen. Nee, was soll ich denn mit dem Schutzhelm? Tja, meinen Schlüssel habe ich nicht gefunden. Na gut. So, ich muss jetzt wieder nach oben. Gleich sind wir da. Habe ich zufällig jetzt einen Schlüssel? War die Weinflasche schon immer hier drin? Ich habe keine Ahnung. Gut, ich gehe jetzt gleich raus. Moment. Wo war denn das hier mit dem Schlüssel? War das nicht hier irgendwo? Nee, das war hier der... Hier. Hier war das, ne? Schöpfkeller. Ach, ich weiß auch nicht. Ach nee, das war draußen. Ja, ja, natürlich. Appalachia. Rede ich jetzt schnell noch mit Bernie. So, hier war das mit dem Spind. Hä? War hier nicht irgendwas mit Schlüssel? Na gut. Alle Prüfungen abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gebe Einweisungs-Holoband aus. Begeben Sie sich für die Registrierung bitte zur Feuerwache Charleston. Oh nein, echt jetzt? Willkommen bei den Feuerteufeln hinzugefügt. Kontrollpunkt erreicht. So, wartet. Ich werde noch mal ganz kurz mit euch das mir anhören und dann, meine Lieben. Dienstzuweisungen erfordern eine Feuerteufel-Systemregistrierung. Willkommen bei den Feuerteufeln. Genau, und dann, meine Lieben, werde ich die Folge natürlich beenden. Hallo nochmal, Rekrut, und herzlichen Glückwunsch. Wenn du das hörst, Dankeschön. Hast du dir deinen Platz bei den Feuerteufeln verdient. Begib dich zurück zur Feuerwache Charleston und lass dich vom diensthabenden Captain registrieren. Dadurch erhältst du Zugang zu unserem internen Computersystem. Sobald das erledigt ist, sollte dich der Captain deinem ersten Einsatz zuweisen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bewegung, Rekrut. Und willkommen bei den Feuerteufeln. Dankeschön, Dankeschön. Guck mal, Leute, hier wird einer gesucht.
wenn ich den schaffen, also kriegen würde, würde ich 15 Kronkorken wahrscheinlich bekommen. Oder er müsste die zahlen, irgendwie sowas. Pardo 1, Stufe 62. Alles klar. So, meine Lieben, ich habe es geschafft. Ich bin einer von den Feuerteufeln. Und ich muss in der nächsten Folge dann auf jeden Fall zurückgehen zu der Feuerwache in Charleston. Das wäre dann hier. Also nicht allzu weit weg. Und das machen wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und für eure super lieben Kommentare immer. Wirklich, ihr seid die Weltbesten. Wirklich, ich habe die weltbeste Community. Community. Entschuldigung. Auf das Ding muss ich mich jetzt erstmal... habe ich mich verschluckt? Gottes Willen. In Ordnung. Gut, also, vielen, vielen Dank für alles. Ihr seid wirklich die Besten. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.